Hallo Leute, ich bin's, euer Fabi, und wir spielen heute wieder Risen 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um das Wasserproblem gekümmert. Man sieht dort hinten schon, die zwei Typen tragen wieder Wasser ins Piratennest und damit kann die Rumproduktion wieder weitergehen. Ich hatte mal nachgeguckt, was wir noch machen können, müssen in unserem Logbuch. Den Strahlbart finden, das machen wir gleich. Vorher werden wir noch den Schatz von O'Brien heben. Ja, ich habe ihn mal auf der Karte markiert. Das gelbe Kreuz zeigt den O'Brien an und hier das rote Kreuz die Truhe. Also hier irgendwo in der Nähe müssten wir den Schatz finden. So, ja, das müsste in die Richtung sein. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Und was Schickes in der Truhe drin ist. Ich hoffe mal eine Menge Gold. Damit ich mich mal langsam vielleicht eine Pistole noch kaufen kann. Dort sehe ich schon das Kreuz. So, haben wir die Biester auch erledigt. Hat sich ein bisschen schwerer gestaltet. Also ich habe mich nicht so clever angestellt. Naja. Trinken wir einfach eine Flasche rum. Schauen wir mal ins Inventar. Benutzbares Grog rum. Und die Bloody Mary. Ja, von die bekommen wir auch noch das Rezept. So, trinken wir eine Flasche rum und unsere LP sind gleich wieder aufgefüllt und dann heben wir den verfluchten Schatz. So. Zack, drei Spatenstiche. Wir können die Truhe heben. Ganz schön schwer. Hoffentlich ist auch viel drin. Goldstücke, ein Smaragd. Goldpokal und eine goldene Schale. Super, das hat sich doch mal gelohnt. Also 1000 Goldstücke kommen locker raus. Wenn wir den ganzen Krempel noch verkaufen. Ja, gehen wir mal noch hier oben lang. Mal sehen, was dort noch ist. Und dann ab ins Piratenlager. Dort ist noch ein Jaguar. So auch ganz einfach. Kommen tun wir nichts von ihnen. Ein Haufen Knochen.
ansonsten scheint ja nichts weiter zu sein. Doch ein paar Wildschweine. Oder Warzenschweine vielmehr. Hinten scheint noch eine Kiste zu sein. Ja, bisschen Grog, bisschen Gold. Nichts sonderlich Besonderes. Vielleicht noch mal unten am Strand lang, weil vielleicht könnte dort noch was sein, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja. Ja, was Besonderes scheint hier nicht mehr zu sein, außer ein paar Muscheln. Wow. Ja, die sind eigentlich immer ganz leicht zu töten, wenn man sie so auf den Rücken schlägt. Also halt so, dass sie umfallen. So. Hier hinten ist jetzt nichts weiter. Der Morris noch was? Ne, der hatte nichts mehr für uns. Aber beim Boost, glaube ich, können wir fragen wegen des Wasser. Die Wasserträger arbeiten wieder. So gefällt mir das. Hier, trink einen. Auf das, was wir aus dem Wasser machen. Was ist mit dem Rum für Stahlbart? Wir haben Zucker, wir haben Wasser. Also an mir soll's nicht liegen. Du kannst ihm ausrichten, ich bin bereit, über den Preis zu verhandeln. So, dann werden wir noch mal was verkaufen. Natürlich. Und das kann weg. So, haben wir wieder ganz gut Kohle bekommen. Ja. Mal sehen, ob der O'Brien noch was zu sagen hat. Unser Nachschub ist gesichert. Nö. Zeig mir, wie ich. An was hast du gedacht? Okay, so gut sind wir noch nicht.
sonst noch was beibringen? Mach mich zu einem guten Dieb. Das ist... Dafür bin ich... Ja, das könnte ich mir denken. So gut bin ich noch nicht. Ich habe einen der Jungs zum Tor geschickt. Und die anderen schleppen wieder Wasser. Gut gemacht. So, naja, da ist Stahlbord. Patty! Patty, endlich! Du hast mich sitzen lassen. Aber... Aber was? Aber ich habe dir einen Sack voll Gold da gelassen. Du lässt einen Sack voll Gold da und glaubst, du kannst dich verdrücken? So einfach lasse ich dich dieses Mal nicht davon kommen. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss wieder auf See. Du willst mich wieder zurücklassen? Bin ich dir so wenig wert? Wenn Mutter das wüsste... Lass deine Mutter aus dem Spiel. Hör zu, ich kann dich nicht in Gefahren aussetzen. Und dann willst du mich alleine lassen? Ist es dir lieber, wenn ich zur Hure werde? Na schön. Vielleicht hast du recht. Willst du denn mitkommen? Oh, Papa! Natürlich will ich mit. Na schön, dann. Willkommen an Bord! Wer ist der Kerl? Du hast dir doch keinen Waschlappen ausgesucht. Ich dachte, er kann bei dir anrufen. Das entscheide immer noch ich. Kann er denn was? Er steht hier, direkt vor dir. Mund halten! Mund halten! Wenn er unter Beweis stellt, dass er als Pirat was taugt, kann er anheuern. Und du liebst ihn dabei. Wenn dein Freund mit will, wird er den Schwur leisten. Warum nur er? Ich schwöre auch. Das lassen wir mal schön bleiben. Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Du bist meine Tochter. Ach, auf einmal bedeutet dir das was. Es hat mir... Ach, vergiss es. Trinken wir lieber. Worauf trinken wir? Auf die Schätze dieser Welt. Darauf trinke ich. Ja. Die Patty hat jetzt... uns verlassen, also unsere Gruppe verlassen, weil sie uns nicht helfen soll, den Auftrag zu erledigen. Das ist eure Sache. Aber du bist bestimmt nicht hier, um Inquisitionsschiffe zu kapern. Also, was willst du? Ich suche die Waffe gegen den Kraken. Genau wie ich. Und was hast du mit der Waffe vor? Ich werde das Mistvieh zur Strecke bringen. Gut gesprochen. Aber die Titanenharpune ist nicht nur eine Waffe gegen den Kraken, sie ist eine Waffe gegen Mara selbst. Was weißt du über Mara? Sie ist einer der Titanenlords. Und der, der zurzeit die Waffe trägt, dient ihr. Wenn wir ihn uns vornehmen, wird sie nichts unversucht lassen, uns zu töten. Ich kann's kaum erwarten. Was genau ist die Titanenharpune? Das Wichtigste ist, ich weiß, wer sie hat. Und ich weiß, wo wir ihn finden. Doch es wird kein Spaziergang, sie zu holen. Also werde ich dich nur mitnehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass du ein Teufelskerl bist. Man erzählt sich, du bist verflucht. So. Erzählt man sich auch von den Seeschlangen, die ich erwürgt habe? Und? Bist du's oder bist du's nicht? Würde es dich davon abhalten, mit mir zu segeln? Ich suche diese Waffe. Und wenn ich mit Verfluchten segeln muss, um sie zu bekommen, dann werde ich das tun. Auch wenn du selbst verflucht wirst? Hör zu. Ich bin verflucht. Und jeder, der mit mir segelt, willst du immer noch mitkommen? Habe ich denn eine Wahl? Ich weiß nur gerne, worauf ich mich einlasse. Das will ich dir sagen. Mara hetzt uns den Abschaum der Meere auf den Hals. Aber wir lassen uns nicht so einfach umbringen. Warum will Mara uns umbringen? Jeder, der nicht ihr Untertan ist, ist ihr Feind. Und ihre Feinde rottet sie aus. Und wann bist du ihr Feind geworden? Als ich mich entschlossen habe, nicht ihr Untertan zu werden. Dann bist du ihr schon begegnet. Junge, du stellst zu viele Fragen.
Wenn du mit mir segeln willst, musst du dir das unbedingt abgewöhnen. Deine Tochter vertraut mir. Und ihr wart in Puerto Sacarico. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Durch den Dschungel oder über den Pass? Den Dschungelweg. Den gefährlichen also. Das spricht für dich. Obwohl du damit Patty unnötigen Gefahren ausgesetzt hast. Wie kann ich dich überzeugen? Reicht es, wenn ich dir sage, dass ich einen Feuertitan besiegt habe? Oder muss ich mich prügeln, saufen und Schätze finden? Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn du es irgendwie schaffst, dass wir endlich unseren Rum aufs Schiff kriegen, bist du schon so gut wie an Bord. Was war denn da am Strand los? Du hast Meeks erledigt? Und einen Versunkenen, mit dem er gesprochen hat. Der Mistkerl Meeks hat uns an Mara verraten. Hab ihm eh nicht getraut. Er gehörte früher zu Captain Garcia. Gut gemacht, Junge. Und den ist es nicht schade. Du hast gegen Hank gewonnen. Das ist gut. Du hast dich mit Morris auf den Kampf eingelassen. Und gewonnen. Nicht schlecht. Ja. So, was können wir noch machen? Du bekommst keinen Rum? Ei, wo ist der alte Saufkopf? Rückt nichts raus. Hat irgendwas von Problemen gefaselt. Aber sowas will ich nicht hören. Eins sage ich dir. Ohne einen ordentlichen Vorrat werde ich nicht ablegen. Ich habe noch was, das dich überzeugen könnte. So. Ich habe einen gefangenen Piraten befreit. So? Wen? Lago. Er saß in Puerto Sacarico im Turm. Gut gemacht, Junge. Wir Piraten müssten zusammenhalten. Vor allem gegen die Inquisition. Ich habe ein paar Krabben erschlagen. Du redest nicht von den Kleinen, oder? Ein Hieb ihrer Zangen könnte einen Mast zerbersten, wie einen dürren Ast. Bist nicht auf den Mund gefallen. Außerdem habe ich mehr erledigt als Blake. Er hat wohl einen Wettkampf draus gemacht, was? Jetzt mal im Ernst. Das war schon ganz ordentlich. Aber das wird nicht dein letzter Kampf gegen diese Ungeheuer gewesen sein, wenn du mit mir segeln willst. Ich habe eine Ruine geplündert. Die alten Tempel sind Ruhestätten der Ahnen. Wenn du ihre Schätze klaust, werden sie zornig. Damit werde ich fertig. Ich habe den Schatz von O'Brien gefunden. Viel beeindruckender, dass du ihm die Karte abgeluchst hast. Du verträgst was. Das gefällt mir. Hoho. Ich habe den Schatz von Pete gefunden. Gut. Du kannst da seine Karte lesen. Boos ist bereit, den Rum zu liefern. Alle Achtung. Jetzt bin ich beeindruckt. Hoho. Ich verhandle noch den Preis mit Boos. So. Mal gucken, ob er uns aufnimmt. Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu einem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Kämpfst gegen Riesenkrabben. Blake hält dich für einen guten Mann. Die Sache mit Hank, Morris, Largo befreit, Pete's Schatz, O'Briens Schatz. Hast dich den Versunkenen gestellt. Eine Ruine geplündert. Vergiss nicht den Rum. Natürlich! Der Rum! Was ist jetzt? Meine Tochter hatte recht. Du bist zu gebrauchen. Wenn du den Schwur leistest, bist du dabei. Was soll ich schwören? Jeder Pirat, der mit mir segelt, schwört auf sein Blut, dass er dazugehört. Du wirst Teil meiner Mannschaft. Wir segeln und kämpfen gemeinsam. Kein Zurück mehr. Kein Aussteigen. Es sei denn, du stirbst. Wie wird die Beute geteilt? Jeder kriegt seinen Anteil. Obwohl ich keine Kaperfahrt vorhabe. Wir wollen uns doch die Waffe holen. Schon vergessen? Welche Aufgabe habe ich an Bord? Da du weder ein Smoothie noch ein Steuermann bist, wirst du da helfen, wo du gebraucht wirst. Krähenwache, Segel setzen, alles, was anfällt. Wohin geht die Reise? Wir segeln zur Schwertküste von Arborea. Crow, dieser verfluchte Hund, ist dorthin aufgebrochen.
leistest, hole ich die Jungs an Bord. Danach soll es dann auch losgehen. Also, wenn du mit einem von der Mannschaft noch was zu bequatschen hast, dann mach das jetzt. Alles klar, ich weiß Bescheid. Dann mach dich bereit, den Schwur zu leisten. So. Wer ist Kapitän Garcia? Gucken wir das noch an. Hab ich dir nicht gesagt, du stellst zu viele Fragen? Nur diese eine. Na gut, Junge. Ich will ehrlich mit dir sein. Du hast dir einen ziemlich ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, um Pirat zu werden. Es gibt nämlich Krieg unter den Piraten. Ich hörte davon. Unterbrich mich nicht. Die Kapitäne Garcia und Crow haben sich mit Mara verbündet. Crow bekam dafür die Titanenharpune und Garcia die Knochenhand. Also sind wir hinter Crow her. Da hast du gut aufgepasst, Junge. Wer ist dieser Crow? Der Captain der Ghost ist ein düsterer Kerl. Ich bin mit ihm gesegelt. Aber jetzt hat er sich Mara verschrieben. Was macht er an der Schwertküste? Jedenfalls nichts Gutes. Wir werden rausfinden, welche Pläne er verfolgt. Freiwillig wird er uns die Waffe nicht überlassen. Also werden wir sie ihm abnehmen. Na? Ei. Gut, dann legen wir mal den Schwur ab. Ich lege den Schwur ab. Dann mal runter mit den Klamotten. Wir werden heute Nacht einen wahren Teufelskerl in unsere Mannschaft aufnehmen. Jeder, der zu meiner Mannschaft gehören will, muss den Blutschwur leisten. Blutschwur? Knotze, hör mir nach. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für den Captain. Ich gebe mein Blut für den Captain. Wir teilen unser Blut, unsere Schätze und unsere Feinde. Der Schwur ist ewig. Ein Leben lang und über den Tod hinaus. Willkommen in der Mannschaft. Jetzt trinken wir erstmal einen. Ja, aber das war's anscheinend. Du segelst jetzt mit den Besten. So, Pirat, ab sofort bist du dabei. Unser Ziel ist die Schwertküste. Wir machen uns bereit zum Ablegen. Als Neuer an Bord hast du die Ehre, den Befehl zum Ablegen zu geben. Und? Mag Lola nicht noch? Gut, dann sehen wir mal, ob wir noch irgendeine Aufgabe hier auf der Insel haben. Achso, die 10 Wurzeln müssen wir noch abgeben, genau. Das werden wir noch schnell vorher machen. So sind sie und dann denke ich mal, dass wir bald los können. Ja, ich würde noch schnell hier eine Pause machen. Und dann denke ich mal, geht es in der nächsten Folge auf. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und sage, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.